Krovalin-Seminar, und zwar die Klasse 11. Unser Thema ist eigentlich die Stochastik, vorerst aber betrachten wir statistische Probleme. Und wir sind heute nach den einzelnen Mittelwerten bereits beim Boxplot. Und da haben wir mal eine ganz einfache Aufgabe für uns. Wir haben zwei Vertreter der Gruppe. Das ist einmal die Denise, ne? Und der Noel. Und Noel und Denise und natürlich nachher auch noch die Sophie werden das Ganze kommentieren. Noel, fängt mal bitte an. Also, Luca und Lukas gegen beide Kugelstoßen. Die gegen die gegebenen Boxplots verdeutlichen ihre Ergebnisse bei 11 Versuchen. A. Man gebe alle Informationen an. B. Vergleiche beide Sportler. Wer sollte für den Wettkampf aufgestellt werden? Ja, wir haben den Boxplot für Luca hier angegeben, einmal dort. Und für Lukas den Boxplot. Für die Auswertung können wir jetzt etwa Folgendes sagen. Luca erwischt den maximalen Wert von 14,9. Jetzt schauen wir mal hier hin. 14,9, das wäre also etwa hier. Das ist ja die Antenne oder der Whisker. 14,9 haben wir. Sein schlechtester Wurf liegt bei 14,2. Das wäre dort. Ja. Und gehen wir zu Lukas. Lukas maximale Stoßweite beträgt etwa 15 Meter. Also da hier liegen. Und sein schlechtester Wurf liegt bei etwa 13,9. Das wäre dort. Hier haben wir den Median noch angegeben. Bei 11 Werten wissen wir ja, der liegt in der Mitte. Nun haben wir noch weiteres uns zur Auswertung. Die Sophie noch einen Kommentar, bitte. 50% der Stoßweiten von Luca liegen zwischen 14,3 Meter und 14,7 Meter. Ja, das ist die Box hier, die 50%. Okay. Der Quartierabstand beträgt 0,4 Meter. Ja. Bei Lukas ist der Bereich größer. 50% seiner Stoßweiten liegen zwischen 14,2 Meter und 14,9 Meter. Das wäre hier diese Box. Der Quartierabstand beträgt 0,6 Meter. Die Leistungen von Lukas sind größeren Schwankungen unterworfen. Man sollte sich daher für Luca entscheiden. Ja, das war's bisher hier. Wir kommen nochmal als Vertreter der 11. Klasse zusammen. Und wir hoffen, ihr seht euch das alle mal an. Bis hierher.